Alle Jahre wieder kommt der Bürgermeister und kehrt mit seinem Jahresrückblick ein in jedes Haus. So zumindest mein frommer Wunsch und damit herzlich willkommen zum diesjährigen Jahresrückblick. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen konnten wir uns in diesem Jahr wieder im Rahmen des Wenzenbacher Christkindlmarkts auf die Weihnachtszeit einstimmen. Generell fuhr 2022 das gesellschaftliche Leben wieder hoch. Beispielsweise hatten wir ein richtig cooles Bürgerfest und die Wenzenbacher Feuerwehr feierte ihr 150-jähriges Bestehen. Die Bücherei mit ihren 25.000 Medien, die man sich bei uns ausleihen kann, hat im Übrigen auch einen runden Geburtstag, nämlich ihren 30. Wir haben das Dachgeschoss unseres Rathauses energetisch saniert und für die Finanzverwaltung hergerichtet. Die Baumaßnahme lassen wir uns insgesamt 400.000 Euro kosten, wobei wir 70.000 Euro Förderung von der BAFA erwarten. Solche Maßnahmen begleitet seit Februar dieses Jahres unser Klimaschutzmanager. Herr Fischer, erzählen Sie doch mal, was in unseren Liegenschaften so alles geplant ist. Oder ist so einiges geplant. Zum einen wird der gegenüberliegende Riegel des Rathauses energetisch saniert, genauso wie die gesamte Gebäudehülle des Rathauses. Zusätzlich wird der Gaskessel ausgetauscht. Wir reden hier von einer Summe von schätzungsweise 860.000 bis 950.000 Euro Investitionsvolumen. Aber das lohnt sich. Das ist aber nicht das Einzige, was wir machen. Auch in der Grundschule Ilbach, da wird auch der 25 Jahre alte Ölkessel rausgeworfen und wahrscheinlich auch durch Pellets ersetzt werden. Wir wollen auch unsere Mittelschule sanieren und zwar nicht nur energetisch, sondern tatsächlich im ganz großen Stil. Ich berichte ja bereits seit einer Weile davon, dass die Schule saniert werden muss. Aber jetzt ist es im zurückliegenden Jahr doch tatsächlich gelungen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Hier sieht man eine technische Machbarkeitsstudie vom Architekturbüro Guttan. In dieser wird uns ein Grobkonzept für die Zusammenlegung von Grund- und Mittelschule inklusive Schulturnhallenneubau vorgelegt. Der Gemeinderat hat darüber im Sommer bereits sehr intensiv beraten, die Grundlagen für die weitere Planung festgelegt und ein derzeit schon laufendes Vergabeverfahren über weitere Planungsschritte initiiert. Parallel dazu stehen wir mit der Regierung der Oberpfalz in enger Abstimmung über die weitere Förderung dieses Vorhabens, das mit über 20 Millionen Euro zu Buche schlagen wird. Viel Geld, aber wir sind uns als politische Gemeinde sicher, dass damit eine attraktive und moderne Lernlandschaft entsteht und das ist ein richtiger Standortvorteil für Wenzenbach. Was für eine doofe Baustelle, 0,0 mit dem B16-Ausbau abgestimmt und für die Anwohnerinnen und Anwohner eine enorme Beeinträchtigung. Naja, also so möchte ich das nicht stehen lassen. Man muss wissen, dass wir uns bereits 2020 mit dem Landratsamt auf diese Baumaßnahme an der Kreisstraße verständigt haben. Und wenn der Landkreis Regensburg schon in den Startlöchern steht, dann verschiebt man sowas nicht leichtfertig. Denn das hätte womöglich bedeutet, dass das ganze Projekt auf den St.-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Und eines sei auch erwähnt, das staatliche Bauamt plante ursprünglich mit dem B16-Ausbau im Sommer 2022 fertig zu werden, dann hätte es überhaupt keine Überschneidung gegeben. Na gut, aber es hat doch definitiv viel zu lang gedauert. Wir haben ja hier nicht nur die Straße neu asphaltiert, sondern es wurde ein beidseitiger Gehweg mit Querungshilfe gebaut. Damit wollen wir die Verkehrssicherheit im Ort steigern. Und sowas dauert eben seine Zeit, insbesondere dann, wenn auch der Unterbau dazukommt und neue Leitungen und Rohre verlegt werden. Insgesamt investiert die Gemeinde hier im Übrigen fast eine 500.000 Euro. Nein, wir befinden uns hier nicht im alpinen Bereich, sondern auf dem Fußweg zum Schönberg rauf. Und nachdem immer wieder Stein und Erdbatzen den Hang runtergerollt sind, haben wir diesen für 97.000 Euro mit einem Drahtgeflecht absichern müssen.
Eine Tiefbaumaßnahme, die deutlich kontroverser diskutiert wurde, ist unsere Westumfahrung von der B16-Anschlussstelle Richtung Reuther Berg. Anfangs haben wir mit Baukosten in Höhe von 6,2 Millionen Euro gerechnet. Mittlerweile belaufen sich die Kostenkalkulationen auf über 8 Millionen Euro. Das liegt insbesondere an der Baukostensteigerung. Beispielsweise sind die Stahlbetonpreise für unsere Brücke seit Kriegsbeginn um 72% gestiegen. Ja, sag mal, warum habt ihr denn dann nicht einfach die Baustelle 2-3 Jahre nach hinten versetzt? Bis dahin dürften sich ja dann die Baukosten auch wieder normalisiert haben. Ja, so einfach ist das nun mal nicht, denn wir hängen mit der Westumfahrung an der B16-Anschlussstelle dran, weil wir mit dieser Straße an die Anschlussstelle andocken wollen. Und wenn wir da jetzt 2-3 Jahre warten, dann müssen wir wenig später die nagelneue Anschlussstelle wieder für teures Geld umbauen. Das wäre sicherlich auch nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und Steuerzahler. Zugegeben, mit dem Viktualienmarkt in München können wir noch nicht ganz mithalten, aber immerhin ist es gelungen, den Wenzenbacher Wochenmarkt über die Marktsaison zu bringen. Nun wird es im nächsten Jahr unser Anspruch sein, die Marktzeit noch etwas zu optimieren und weitere attraktive Marktbeschicker zu finden. Die Dorferneuerung in Grüntal, unter anderem mit neuem Spielplatz. Der Kinderhausneubau in Irlbach. Die Entschärfung der unübersichtlichen Kurve beim Gasthaus in Tannhausen. All das wird uns 2023 ganz gewiss beschäftigen. Generell ist die politische Großwetterlage nicht allzu rosig. Krieg, Inflation, Energieknappheit, das wird die Gemeinde beschäftigen, aber auch Sie ganz persönlich betreffen. Da gilt es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich an den Worten von Willy Brandt zu orientieren. Es ist wichtiger, etwas im Kleinen zu tun, als im Großen darüber zu reden. In dem Sinne wünsche ich einen guten Rutsch sowie ein erfolgreiches Jahr 2023.